seine Königin auf dem Abschlussball. Die fuhren durch die Gegend mit offenem Verdeck, das Radio blärrend laut, keiner hat das mehr drauf. Sie waren die Sensation vor dem Parkway in Hiss. Was wollten wir mehr vom Leben erwarten? Ganz bestimmt, Brenda und Eddie würden es immer drauf haben. Tja, Brenda und Eddie, immer noch ein Paar im Sommer 75, da beschlossen sie auch zu heiraten. Ich glaube, es war Ende Juli. Alle sagten, ey, ihr seid verrückt, Brenda ist viel zu faul und Eddie wird sich so ein Leben niemals leisten können. Aber es war Zeit, den beiden Goodbye zu sagen. Sie hatten ein Apartment mit diesen Langhaarteppichen und ein paar Drucke von Sears an der Wand und ein großes Wasserbett, auf das sie Jahre gespart hatten. Naja, irgendwann fingen sie an, immer öfter zu streiten, wenn das Geld knapp wurde und sie haben auch nicht aufgehört, wenn es Tränen gab. Eine Weile ging es noch ganz gut, aber du weißt ja, wie das läuft. Sie ließen sich aus einer ganzen Menge Gründe scheiden und blieben natürlich die besten Freunde. Der König und die Königin gingen zurück aufs flache Land. Aber man kann nie wirklich zurück. Brenda und Eddie hatten die Nase voll im Sommer 75 von ganz oben nach ganz unten bis zum bitteren Ende der Show. Ja, wir hätten ja schlecht bis zum Ende ihres Lebens bei den Rockern bleiben können. Also packen sie ihn da zusammen. Aber wir wussten immer, dass sie es irgendwie schaffen würden. Das ist alles, was ich dir über Brenda und Eddie berichten kann. Mehr weiß ich leider nicht. Also wieder mal goodbye to Brenda and Eddie. Ist doch D-Dur, ne?